Jetzt höre ich gerade, geht es weiter mit Tobias. Und Tobias ist 27 Jahre, stimmt das? Richtig. Tobias, schön, dass du da bist. Hallo, schön. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe das letzte Mal schon das Thema mitgekriegt. Hier, es geht um Eitelkeit, also bei mir. Das hatten wir vorige Woche, genau. Ehrgeiz und Eitelkeit, ja. Genau, ich bin da nur leider nicht so durchgekommen. Und ja, ich stufe mich auch in diese Kategorie rein. Ein eitler Mann. Sehr extrem eigentlich. Extrem eitel. Warum extrem eitel? Beschreib's mal. Also, das fängt bei mir echt schon an. Also früh, gut, das ist noch im humanen Bereich, wo ich sage, halbe, dreiviertel Stunde im Bad. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Party gehe oder irgendwie mich mit Leuten treffe oder so, also dann bin ich schon mal gut fast 2 Stunden im Bad beschäftigt. Ist das wahr? Was macht denn ein junger Mann wie du 2 Stunden im Bad? Naja, es geht erstmal los, dass 1,10 Meter Beine rasiert werden müssen. Ach, die werden rasiert? Und ja, eigentlich bis zum Kopf alles, kann man sagen. Alles? Der ganze Körper ist haarlos? So gut wie, ja. Warum? Also ich bin da auch so wie damals der Anrufer mit meinen Händen und so, also ich bin da ganz extrem. Achso, auf den Händen, wenn auf den Händen ein paar Härchen sind, die müssen auch weg. Schlimm, ja. Schlimm. Muss weg. Das erregt geradezu Ekel bei dir, wenn du Haare auf den Händen bei Menschen siehst. Nein. Ich muss sagen, ich bin schwul und mein Partner ist wieder das komplette Gegenteil von mir. Also das ist eher so das Bärchen, wie ich ihn immer nenne. Und also der ist ganz behaart. Das mag ich zum Beispiel sehr an. Ach, na, das ist ja verrückt. Und du selbst rasierst dich komplett? Komplett, ja. Also ich selber mag es an mir gar nicht. Ich kann aber nicht genau sagen, warum. Kannst du es nicht erklären. Aber die Augenbrauen, die stehen natürlich noch. Die sind, ja. Und die Kopfhaare auch ganz wegrasiert? Bitte? Kopfhaare auch ganz wegrasiert? Nee, die sind auch da. Die sind auch noch da. Also ein bisschen was zum Stylen muss ja schon da sein. Verstehe. Also, es muss rasiert werden. Okay, das bist du denn ein Typ, der zur starken Behaarung neigt? Beine ja, Oberkörper so weniger. Aber das ist dann schon eine gewisse Arbeit, das alles so schön glatt zu kriegen. Ja. Also ich gehe meistens auch mit Epilierer schon dran oder mit Wachs, dass ich wirklich mal 3-4 Wochen Ruhe habe, weil es ist schon sehr anstrengend, da immer zu rasieren. Okay, wir waren also bei der Beinrasur, um auf die 2 Stunden zu kommen. Was passiert dann? Ja, na dann, wie gesagt, dann kulle ich erstmal so ein bisschen in der Wanne rum und da ein bisschen. Und wenn ich dann fertig bin, geht es dann meistens schon an die Haare. Und bis das richtig sitzt, sind auch mindestens 20 Minuten rum. Also da stört mich wirklich das dritte Haar an der Stirn, wenn das nicht richtig liegt. Hast du lange Haare? Es geht. Mittellang. So, ja. Wie stylst du deine Haare? Unterschiedlich, jedes Mal anders. Also mit Gel und... Gel, Haarlack nochmal richtig drauf, dann föhnen und... Ja. Es muss halt richtig stockesteif sein und richtig pieksen, wenn man drauf fällt. Wie unerotisch für deinen Freund. Mag der das? Also wenn wir auf Party gehen, dann hat mir keiner auf den Kopf rumzumehren und auch nicht er. Da wäre ich ganz kreblich, aber danach geht das auch alles gleich wieder raus. Und er selber sagt ja auch, dass es so immer ganz schnieke aussieht. Und mag der denn deinen absolut nackten Körper? Also ja. Das mag er wiederum. Ja, also er steht da voll drauf. Verstehe. Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe dadurch eigentlich erst angefangen, weil ich nebenbei noch Travestie-Show mache. Und ach so. Ja gut, da bist du natürlich ein bisschen... Da muss das versiert in solchen Sachen. Perfekter sein, alles. So, die Haare. Badewanne, also erst rasieren der Beine, Badewanne, Haare. Was noch? Dann geht's ans Gesicht. Also ich schminke auch. Also ich sag ganz dezent nur. Es ist jetzt nicht mit Lidschatten oder sowas, aber ein bisschen Kajal ist ein bisschen drin und ein bisschen Puder und ein bisschen Camouflage. Und ja, die Pickelchen müssen weg sein oder wie auch immer. Ich möchte immer so ein kleines Puppengesicht, wie man immer so sagt, also makellos rein und dann haut das hin. Da habe ich keine Ahnung von, aber kann mir vorstellen, das kriege ich ja bei den Mädels mit, dass das schon dann eine ganze Weile dauert, wenn man oder wenn Frau sich schminkt. Auf jeden Fall. Es kann sich schon hinziehen. So, und dann sind die... Wie? Bitte? Ja, erzähl. Es kommt natürlich auch drauf an, was ich jetzt anhabe zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Muskelshirt gehe oder so, dann rutscht natürlich auch mal noch ein bisschen Make-up mit über die Arme, ne? Dass man da nichts sieht. Lieber Himmel, Tobias. Ja. Ich hab's ja während der Sendung schon gesagt oder öfters gefragt, ist das männlich? Ich antworte nein. Du siehst es wahrscheinlich anders, oder? Nee, du siehst es vielleicht auch nicht anders, weil du selbst findest ja andere Typen auch eher männlicher, ne? Oder findest du das, wenn du einen Typ siehst, der sich so stylt wie du, findest du das männlich? Nee. Nee.
Warum machst du es dann bei dir? Es hat sich irgendwie so rauskristallisiert. Also ich sag mal, ich bin jetzt mit meinem Partner 2,5 Jahre zusammen, ja, was ich extrem lange finde für eine schwule Beziehung mittlerweile. Und klar ist dann irgendwo auch die Rollenverteilung da. Ja, das ist aber jetzt ein bisschen sehr Klischee, ne? Ja, er ist natürlich der Mann und ich bin halt das Püppchen dann. Und ja. Wie gesagt, mir selber an anderen gefällt es nicht unbedingt. Klar, wenn einer gut aussieht. Also ich finde das schon toll, wenn einer Wert aufs Äußere legt. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Darüber haben wir vorige Woche ja auch gesprochen. Mhm. Kannst du denn so ganz normal, wie du gerade aufgestanden bist, vielleicht ein bisschen durchs Gesicht gewaschen hast und die Zähne geputzt hast, an Müll gehen oder geht das auch nicht? Dadurch der Müll nur 2 Meter gegenüber ist, geht das noch, aber... Na gut, dann immer auf die Straße, weil ich Brötchen also holen oder so. Wenn ich in die Kaufhalle gehe oder so, also mindestens einmal geduscht und Haare gewaschen und gestylt muss schon sein. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das muss ich schon machen. Bundeswehr warst du nicht? Nee. Wieso muss man da lange überlegen, ob man war oder nicht war? Habe ich jetzt einen wunden Punkt berührt oder was ist da los? Nö, eigentlich nicht so, aber ich kann auch nicht genau sagen, an was das jetzt so liegt. Oder. Nee, ich wollte halt fragen, wenn du beim Bund gewesen wärst, ist das natürlich schwierig, sowas dann durchzuziehen. Obwohl heutzutage, ich weiß es nicht, vielleicht geht das heutzutage auch da mittlerweile. Beim Bund, naja gut, keine Ahnung, wie die da so sind. Also ja, ich war wahrscheinlich der eine der wenigen, der das Glück hatte, weder Zivi noch Bund machen zu müssen. Ja, da gibt es mittlerweile viele. Ja. Ich glaube, ich wäre beim Bund mehr auf die Männer fixiert als auf mich. Keine Ahnung, kann ich so nicht sagen. Wie ist denn so dein Umfeld? Eltern, Verwandte, wie gehen die damit um, dass du dich so extrem aufbrezelst? Elternmäßig muss ich sagen, meine Mutter ist leider vor 2 Jahren erblindet durch einen Unfall. Mhm. Dadurch bin ich auch wieder zu Hause. Also ich bin auch Krankenpfleger vom Beruf, habe jetzt auch die Pflege übernommen, weil ich auch im Rollstuhl sitze. Mhm. Wo sie sagt, das ist eigentlich mehr oder weniger der einzigste Luxus, den ich mir noch so gönne. Ah ja. Ne? Ja. Mhm. Mein Vater, den lässt relativ kalt, sag ich mal. Dem ist das wurscht. Den ist das wurscht, das ist halt mein Leben. Ja. Und meine Freunde, ich habe sehr, sehr viele davon. Die kennen dich wahrscheinlich gar nicht anders. Die kennen es nicht anders, genau so ist es. Wie ist es denn, du bist Krankenpfleger vom Beruf? Ja. Das ist ja nun ein sehr harter Beruf. Ja. Gehst du da auch so gestylt zur Arbeit? Also Haare schon, also geschminkt jetzt nicht. Das mache ich dann, wie gesagt, nur partymäßig. Mhm. Aber also es wird bei mir kaum einen Tag geben, wo ich mal nicht ohne gemachte Haare aus dem Haus gehe. Und wenn ich wirklich richtig faul bin, dann bin ich krank und dann setze ich ein Basecap auf oder irgendwas. Die kannst du aber nicht bei der Arbeit tragen. Nee. Nee, das geht natürlich nicht. Deswegen muss ich die Haare schon immer machen. Gehört zur Eitelkeit auch, dass du ins Fitnessstudio gehst? Nein, das leider nicht. Also ich habe immer noch Sport ist Mord. Also. Aber ich sage, durch meine Patienten habe ich genug Fitness. Ja, stimmt, da hast du allerdings recht. Das ist natürlich ein sehr anstrengender Beruf, auch körperlich. Geht die Eitelkeit jetzt über dieses äußerliche Styling, über das wir jetzt ausführlich gesprochen haben, noch hinaus in andere Bereiche irgendwie rein? Eigentlich, na gut, klamottenmäßig schon. Also ich bin jetzt nicht irgendwie eine Gucci-Husche oder sowas, so ist es nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie, ich gehe schon nach der Mode, sagen wir es mal so. Das heißt, ich gehe da mal davon aus, dass du auch eine ganze Menge Kohle eben für Mode und für Kosmetika und diesen ganzen Schnickschnack ausgibst. Also das meiste für Kosmetik. Also für Kosmetik. Ich komme im Monat bestimmt zwischen 150 und 200 Euro. Boah. Ja. Das ist natürlich viel Kohle. Also ich bin auch ein Typ, wenn ich jetzt, da muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich in der Werbung irgendwo eine neue Creme sehe oder irgendwas, die muss ich haben. Musst du ausprobieren. Ja. Wie wird also das weitergehen? An die Faltencreme noch nicht. Ja, das dauert nicht mehr lange, Tobias. Das dauert nicht. Die ersten Falten kommen mit 30 spätestens. Nee, da sage ich, es ist die Natur. Ach so. Klingt total widersprüchlich, ich weiß. Ah, das ist ja interessant. Das heißt, du würdest auch nie zum Schönheitschirurgen gehen? Nö. Ach, also irgendwo ein kleines, weiß ich, kleines Lifting oder die Nase machen? Nee, oder? Das würde ich nicht machen. Das wird's nicht machen. Dafür wäre mir das Geld zu schade. Ah ja, vielleicht. Ich bin guter Dinge, dass du vielleicht in 20 Jahren noch ein richtiger Naturbursche wirst. Ich rufe in 20 Jahren nochmal an. Ja, genau. Ja, ein alter Mann, aber der sich das irgendwie so in seinem Leben hin arrangiert hat und alle akzeptieren es, und dann ist es ja auch in Ordnung. Ja. Aber noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, dass du Travestie-Shows machst. Ja.
Das befriedigt natürlich auch eine gewisse Eitelkeit, wenn man auf der Bühne steht und sich präsentiert vor anderen Leuten. Ja. Ne? Also ich mache es ja für Geburtstage und Hochzeiten. Also ich wäre ja privat gebucht. Also ich habe jetzt nicht irgendwo eine Bühne oder sowas. Ja. Beziehungsweise auch für Diskotheken, die rufen dann halt an. Oder die Christopher Street Days, die jetzt auch sind, da bin ich genauso unterwegs. Ah ja. Mhm. Und gut, ich vergleiche das jetzt nicht so mit Travestie. Ich bin dann eher diese Drag Queen, wie man es bei uns von der Szene nennt. Mhm. Und ist dann natürlich schon das Extreme. Also da brauche ich dann auch nicht nur 2 Stunden. Das dauert dann schon wirklich sehr lange. Ne? Bis vielleicht 5 Schichten im Gesicht sind. 5 bis 6 Stunden? Und also ich sag mal jetzt so Pi mal Daumen. Ich fange meistens schon zu Hause an, bevor ich losgehe, mit Fingernägeln ankleben und so ein Kram. Ja. Und wenn ich das zusammenrechne, komme ich bestimmt so auf 4 Stunden. Ja. Na gut, das ist natürlich dann auch eine Showverkleidung. Und das ist dann ein ganz anderes Thema. Das muss dann ja auch wahrscheinlich sein, um dich genau so hinzukriegen, wie du die Rolle gerne möchtest. Ne? Richtig. Ja. Richtig. Tobias. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke für deinen Anruf. Auch. Und kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Alles klar. Tschüss. Tschüss.